You must remember this. Auf diese Stadt! Bremen 1, die Chronik. Ich sage das! 24. Juni 1893. Heute, vor 125 Jahren, startete der norwegische Polarforscher Fridtjof Nansen zu seiner berühmten Fram-Expedition zum Nordpol. Peter Meyer-Hüsing. An den Küsten Südgrönlands findet Fridtjof Nansen Treibholzstämme, obwohl es weit und breit keinen Wald gibt. Das macht den jungen Zoologiestudenten stutzig. Als er bei einer weiteren Grönlandreise auf hölzerne Werkzeuge stößt, die eindeutig von Alaska-Inuit stammen, ist für ihn klar, eine kräftige Meeresströmung schiebt Eismassen über das gesamte Nordpolarmeer. Ich glaube ferner, dass diese Strömung direkt über den Nordpol führt. Oder doch wenigstens sehr nah an demselben vorüber. So doziert er vor der Royal Geographical Society in London. Gleichzeitig erkennt Nansen, dass die Eisdrift völlig neue Möglichkeiten für Entdeckungsfahrten Richtung Nordpol bietet. Mein Plan unterscheidet sich grundsätzlich vom Vorgehen anderer Expeditionen. Bisher wurden alle Versuche, den Nordpol zu erreichen, im Kampf gegen die Widrigkeiten der Natur unternommen. Nansen will nicht gegen das Eis, sondern mit ihm reisen. Er will sich mit einem Schiff im Packeis einfrieren und dann von der Eisdrift möglichst nahe zum Pol und weiter südwärts wieder in wärmere Gefilde transportieren lassen. So sein revolutionärer Plan, den aber viele Koryphäen belächeln. Nichts als Dr. Nansens unlogischer Selbstvernichtungsplan. Doch Nansen bekommt Geld von der norwegischen Regierung und Privatleuten. Der berühmte Schiffskonstrukteur Colin Archer entwirft die Fram, wendig, klein, mit abgerundetem Rumpf, um nicht vom Eis zerdrückt zu werden. Mit 12 Begleitern sticht Nansen im Sommer 1893 in See. Großer Bahnhof in Oslos Hafen. Die Kais sind angefüllt mit einer Menschenmenge, die Hüte und Taschentücher schwenkt. Aber still und schweigsam wendet die Fram den Bug zum Fjord ins Unbekannte hinaus. 3 Jahre werden sie unterwegs sein. Die Fram übersteht die von Nansen korrekt vorausgesagte Eisdrift. Er selbst erreicht mit einem Gefährten zu Fuß eine neue Rekordmarke bei 86,3 Grad Nord und alle schon totgeglaubten Teilnehmer gelangen heil nach Hause. Die Fram-Expedition macht Nansen zur Legende der Polarforschung. Begonnen hat sie heute vor 125 Jahren. As time goes by. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.